Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Galina Back. Heute zeige ich euch was Russisches. Hier meine Matryoshka ist ein Zeichen, dass es was Russisches gibt. Und zwar diese Vareniki. Oh, die sind so lecker, Leute. Also das sind Teigtaschen. Man kann sie herzhaft füllen, zum Beispiel auch mit Kartoffeln. Aber ich habe mich für die süße Variante entschieden. Hier habe ich Teigtaschen gefüllt mit Kirschen. Hier habe ich Teigtaschen gefüllt mit roten Johannisbeeren. Oh, das schmeckt so lecker. Ich liebe dieses Gericht. Ich habe das als Kind so oft gegessen und es wurde mir nie langweilig. Und man kann sie auch einfrieren. Das heißt, man hat sie dann immer auf Vorrat. Auch sehr praktisch. Ich zeige euch eine sehr gute Schritt-für-Schritt-Anleitung. Dann könnt ihr diese Vareniki wie in Russland servieren. Also, ich würde mal sagen, genug gelabert. Los geht's mit den Zutaten. Ihr benötigt 250 ml lauwarmes Wasser, ein Ei, 1 Teelöffel Salz, 1,5 Esslöffel Sonnenblumenöl und 550 Gramm Mehl. Zuerst in einer Schüssel das Wasser, Ei, Salz und Öl verrühren. Immer wieder ein wenig von dem Mehl dazugeben und verrühren. Wenn der Teig so aussieht, er ist zwar noch nicht fertig, aber er behält schon immerhin die Form, dann könnt ihr den Teig auf den Arbeitstisch hinlegen, also auf den bemehlten Arbeitstisch, und weiter mit den Händen verkneten. Immer wieder ein wenig von dem Mehl dazugeben und mit den Händen weiter verkneten. Der Teig ist fast schon fertig, ich mache nur noch ein bisschen vom Mehl dazu und dann wird er schon fertig sein. Der Teig ist fertig, das war nicht einfach ihn zu verkneten, ich habe glaube ich ungefähr 12 Minuten verknetet, aber der klebt nicht mehr an den Fingern und genau so wie er jetzt ist, muss er auch sein. Den Teig in eine Frischhaltefolie einwickeln und circa für eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Für die Füllung benötigt ihr Kirschen, Johannisbeeren und Zucker. Die Kirschen mit Hilfe von einem Cake-Pop-Stäbchen entkernen. Ich habe die Kirsche in ein Sieb reingelegt, damit die Flüssigkeit von den Kirschen abtropfen kann. So, ich habe den Teig jetzt aus dem Kühlschrank geholt. Schaut mal, wie schön er geworden ist. Er ist so weich, elastisch, wirklich perfekt. Jetzt kann man ihn ausrollen. Ich habe den Teig in 4 Teile aufgeteilt. Ein Teil wird jetzt ganz dünn ausgerollt und die anderen 3 kommen wieder zurück in die Frischhaltefolie. Mit einem großen Glas Kreise ausstechen, immer davor das Glas ein wenig bemehlen. Jeder Kreis muss noch zusätzlich ein wenig ausgerollt werden, damit der Teig noch dünner wird. Dann kommt 1/2 Teelöffel Zucker drauf und die 2 Kirschen. Zudecken, so dass es wie ein Halbmond aussieht, und zudrücken.
gut zudrücken, damit dieser Varenik dann beim Kochen nicht aufgeht. Dann noch mit Hilfe von einer Gabel ein wenig die Ränder andrücken. Erstmal, das hält dann den Teig fest zusammen und zweitens, das sieht dann auch schön aus. Ich mache die Vareniki ziemlich langsam, also ich bin da nicht eine von den Schnellen. Wenn ihr auch so langsam seid wie ich und schon viele Kreise ausgestochen habt, dann deckt bitte diese Kreise mit Frischhaltefolie zu, denn sonst trocknen diese Kreise an der Oberfläche aus. Auch diese Varenik mit Johannisbeerfüllung wird genauso gemacht wie die mit den Kirschen. Also genauso auch mit anderen Vareniki vorgehen. Die ganzen Vareniki habe ich auf bemehltem Schneidebrett hingelegt. Einen großen Teil habe ich eingefroren, denn so viel schaffen wir einfach nicht zu essen, aber eine Portion werde ich zubereiten, damit ihr seht, wie das geht. Hier habe ich schon kochendes Wasser, ich habe es gesalzen und jetzt kommen die Vareniki rein. Wenn die Vareniki drinnen sind, dann hört das Wasser normalerweise auf zu kochen. Dann muss man warten, bis das Wasser wieder kocht. Das Wasser kocht jetzt ganz gut und die Vareniki werden ca. 3 Minuten gekocht. Die Vareniki sind jetzt fertig, die werden jetzt in eine Schüssel reingelegt, da habe ich schon ein wenig Butter reingemacht, damit die Vareniki nicht verkleben. Ein wenig schütteln und fertig! Also ich bin fertig mit den Vareniki. Fix und fertig. Ich werde jetzt mal eins probieren, um zu testen, wie die geworden sind. Also vom Aussehen sind sie wunderschön. Jetzt muss ich mal schauen, wie die schmecken. Boah, Leute, die schmecken hammerlecker. Die sind süß, säuerlich, wegen Johannisbeeren und wegen dem Zucker gleichzeitig, wie gesagt, auch süß. Boah, einfach super. So habe ich sie in der Erinnerung von meiner Kindheit. Probiert es unbedingt aus. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Ich werde mich sehr darüber freuen. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, eure Galina. Bye bye. Und ich auch rein.